Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Millennia. Und wie ihr seht, wir haben mit dem Alt-Button, also mit der Alt-Taste, können wir im Spiel die Ressourcen uns anzeigen lassen. Wenn ihr das schöner findet oder weniger schön findet, ich finde es jetzt nicht so super ästhetisch, aber manchmal zum Überblicken, sage ich mal, die Situation ist es schon ganz hilfreich. Aber ansonsten lasse ich es lieber aus. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Wir haben unsere Armee aktuell hier hinten positioniert. Vielleicht macht es auch Sinn, dass wir... Wann können wir Laden integrieren? In 3 Runden hoffe ich auch genug Punkte zu haben. Regionslevel Palast. Müssen mal gucken, was wir als nächstes machen wollen. Freiwilligenarmee, eine Kriegerschar. Wir müssten eigentlich hier vor Ort dann alsbald auch Stadtwachen ausbauen. Ich würde ganz gerne meine Armee aber zurückbringen. Ach ja, wir bekommen aktuell 30 Verbesserungspunkte pro Runde. Ich sehe gerade, dass meine Werbung durchläuft. Die soll eigentlich während der YouTube-Aufnahmen nicht an sein. Deswegen, Entschuldigung, in den letzten Folgen habe ich sie leider vergessen auszumachen. Dementsprechend, verbessere ich das jetzt. So, hier ist der Römer. Hier übrigens haben wir eine Burg, wurde gebaut von unserem Nachbarn. Wir könnten zum Beispiel auch selbst hier eine Burg irgendwo hinsetzen, die wir dann später irgendwann mal integrieren können in München. Das ist eine Idee. Wir sparen Pionier. Ja. Ansonsten haben wir noch 30 Verbesserungspunkte, die wir investieren können. Bleibt nur die Frage, was wir... Wir fangen mal oben im Norden an. Also, hier haben wir Holz, Fischerboote, das können wir locken, das können wir locken. Den können wir aufgeben, indem wir jetzt hier nochmal einen Schmelzofen bauen. Zack, haben wir die Möglichkeit dann hier für noch mehr Produktion zu sorgen. Also bekommen wir noch mehr Punkte rein, das ist super. Weiterhin ist das Wachstum hier ganz gut. Ich hoffe, dass wir hier dann Produktion generieren können über die Zeit. Hier sollten wir vielleicht einen Steinmetz reinsetzen. Wenn wir den dann integrieren können, haben wir hier genug Platz für irgendwelche Produktionen, die wir da draufsetzen können. Das sehe doch ganz gut aus. Aber gut, da oben sind wir erstmal fertig. Was haben wir hier? Hier haben wir eine Person auf Grasland. Das muss ja wohl nicht sein. Das Weideland können wir locken. Ansonsten haben wir hier unsere Goldmine noch, wo jemand drauf könnte. Das weiß ich auch nicht, ob ich das so toll finde. Stattdessen würde ich hier vielleicht eine Mine irgendwo hinsetzen, wenn wir gleich die Punkte haben. Eine Försterei können wir auch bauen, ehrlich gesagt. Ja. Kommt hier auf jeden Fall erstmal eine Försterei rein. Dann rotiert der halt in den Holzbereich. Dann können wir den weiterverarbeiten. Das ist super. So, jetzt haben wir noch 2 Verbesserungspunkte. Können wir mal hier schauen. Können wir unsere Armeen übrigens hochleveln. Das können wir machen, ja. Da, wo es geht. Wir haben auch immer Speerträger erforscht, weil ich glaube, ich Disziplin nicht erforscht habe. Gesandten bestechen. Das alles brauchen wir nicht. Einen neuen Händler wäre ganz interessant. Kriegerpunkte. Ah, da brauchen wir nicht. Halt eine verletzte Armee auf befreundetem Territorium. Das wäre noch interessant vielleicht für die Zukunft. Ansonsten, ja, den Bereich mal hier ausbauen. Für mehr Nahrung, das wir vielleicht machen sollen. Moment. Das können wir auch gängig machen. Was habe ich dazwischen gemacht? Ah ja, hochgelevelt. Nee, wir machen hier einen Bauernhof. Zack. Und dann haben wir auch hier einmal, hoffentlich bald zweimal Weizen. Dann könnte ich hier auch noch eine Bäckerei und so weiter bauen. Ähnlich wie ich das hier habe mit dreimal Weizen und nochmal einmal Reis. Hier müssen wir auch ausbauen. Machen wir nächste Runde. Hier leveln wir noch hoch und Runde beenden. Jetzt investieren wir gleich in München hier. So, jetzt wird hier investiert. Wir haben 2 auf Grasland und einen Wald, der nichts tut. Das ist natürlich eine absolute Katastrophe. Und Weide. Zack, zack. Das ging schnell. Jetzt haben wir immer noch einen im Wald sitzen. Und nächste Runde haben wir noch eine Person. Also 2 Personen wahrscheinlich im Wald sitzen.
können wir auch hier die Runde beenden. Aktuell haben wir nicht allzu viel zu tun, außer hier weiter den Wald ausbauen. Wir können die Kultur pushen, wollen wir aber, glaube ich, aktuell nicht. Das heißt, wir gehen jetzt zum Förster. Ah, warte mal, kann ich auch schon einen Holzfäller bauen? Nee, der Holzfäller kommt später. So, jetzt haben wir alles einmal drumherum ausgebaut. 4 Runden wäre dann die nächste Person da und der produziert jetzt hier 31 Produktionen, haben 6-mal Holz. Wir könnten auch hier nächste Runde hingehen und anfangen, mit dem Holz was anzustellen. Also das weiter zu verarbeiten mit Sägegruben und so weiter, damit wir noch mehr Produktion rausbekommen. So, wie schaut es hier aus? Eine Runde noch, dann hoffe ich, dass wir ausreichend Punkte haben. Wir sind auch gleich im nächsten Zeitalter. Ja, die Punkte sollten wohl ausreichen. Und dann können wir gleich hier Athen weiter ausbauen. Da sind... Oh, nächste Runde doch eine Person. Okay, sehr schön. Berlin ist auch weiter gewachsen und wir bekommen neue Ressourcen, sehe ich gerade. Das nächste Zeitalter ist erreicht. Sehr schön. Und wir können Gewürzhändler, Theologen, Künste. Dann könnten wir auf Künste mal gehen. Gewürzhändler, Schubunat, Maschinenbauer, Kreuzritter. Kreuzritter sehr, sehr stark. Entdecker. Freigeschaltet Kloster. Religion. Okay. Weißt du was? Das können wir machen. Wir gehen da mal drauf. Das wählen wir mal aus und können dann hier auch. Ecke hat beliebige Religion. Ein Bonus Glauben von religiösen Texten. Wir holen uns jetzt mal Klöster. Mal gucken, was wir damit anstellen können. Religiöse Schriftgelehrten. Wandelt zwei Papier in Religionstexte um und so weiter. Oh, das ist interessant. Wo können wir denn Klöster bauen? Oder ist das eine Kultur? Propaganda, Religion gründen. Wir könnten eine Religion gründen. Leipzig können wir mit 85 Punkten integrieren. Das werden wir nächste Runde nicht schaffen. Also können wir jetzt auch beschleunigen und eine Religion gründen. Kraft einsetzen. Eigene Religion. Was machen wir denn hier? Oh, hier Kreuz oder haben wir irgendwas Spezielles? Das Spaghetti-Monster war das gerade? Ich habe das richtig gesehen. Ein Kreisel, die Kringelreligion. So, nee, warte mal, wir müssen hier mal etwas Sinnvolles holen. Das sind alle Symbole. So. Das ist Ekismus. Religiöse Gebäude sind... Oh, haha, was nehmen wir denn da? Monumente. So. Ekismus. Gläubige 5 Stück. Künste, Unruhe reduzieren. Immigration, erhält eine Bevölkerung. Oh. Religion verbreiten. Ja, das ist doch mal interessant hier. Pionier könnten wir uns nochmal holen, um den hier hinzusetzen, damit er hier sich ausbreitet. Für ein weiteres. Ja. Hier haben wir einen, was? Das ist Tabak. Zack. Sollte auch wohl eine Plantage sein, ne? Tabak kann ausgebaut werden. Hier haben wir, hätten wir. Das können wir zerstören, ja. Die Lehmgrube bauen wir neu auf. Und zwar dort. Hier bauen wir auch eine Plantage für Tee. Für Tee. Interessant, interessant, interessant. Der Gesandte hat wieder nichts zu tun. Können wir auch dahin schicken erstmal. Dann kann er sich da auskurieren. Nächste Runde können wir noch einen neuen Händler uns holen. Sehr schön. Jetzt haben wir eine Forschung, ne? Berufsarmee, Gilden. Marktplatz. 2 Slots für ausländischen Handel.
Mein Gut. Warum habe ich mein Lager eigentlich noch nicht geforscht? Das war das Heldenzeitalter. Haben wir deswegen kein Lager? Spiritualität hier. Kultur, Talisman. Würde Kunst, Punkte uns bringen, ne? Zwei Stämme. Ah, Spiritualität forschen wir doch nochmal schnell. Ich weiß nicht, ob wir viel zu wenig Forschung generieren. Also gefühlt schon irgendwie, ne? Also, das fühlt sich schon sehr, sehr wenig an, was wir hier machen. Haben wir genug Plätze noch übrig? Ja. Der hat erstmal genug zu tun hier. Athen, wie sieht's hier aus? Ja. Wo kann ich oder womit kann ich denn ein Kloster bauen? Religiöse Feste, Religion übernehmen, Kultur exportieren. Das müsste doch wohl ein... Oder was ist Gebäude? Das ist wahrscheinlich ein Gebäude, was ich bekommen kann, ne? Badehaus, Wehrturm, Feldlager, Wache. Das Pantheon für mehr Kultur. Bonus Wissenschaft pro abgeschlossenen Auftrag. Und die mal hier erstmal wieder bauen. Alle sollen mal ein Pantheon bauen, die es noch nicht haben. Schatzkammer. 10 Vermögen. Das wäre gar nicht mal so wenig. Bauen aber doch erst das Pantheon. Hier können wir mal kurz die Schatzkammer bauen für mehr Geld. Du baust. Okay, was baust du gerade? Das ist das Monument, ne? Ein Mausoleum. So, ein Mausoleum wird gebaut. Okay. Okay. Wie viel Produktion machen wir noch? Immer noch plus 12. Das heißt, hier können wir immer noch eine Sägegrube bauen jetzt. Kommt die dahin? So, es kann hier Wald zu Bauholz gemacht werden, was noch mehr Produktion macht und noch mal Ingenieurspunkte. Das heißt, wir sind bei 35 hier. Also was die Produktion angeht, sind wir schon mal gut aufgestellt. Hier handeln wir. Die ist nicht so groß, die Stadt. Aber wir können halt generell einfach mit den Städten handeln. Oh, du wartest da mal. Ja, du willst dahin. Nächste Runde holen wir uns den Händler. Wir können auch hier den Handel starten eigentlich, aber wir können auch jetzt einfach hier Außenposten bauen. Den können wir dann auch zu einer Burg umbauen, wenn wir das wollen. Ach ja, den Händler kann ich wahrscheinlich jetzt nicht. Doch, kann ich auch hier holen. Dann düsen wir doch einfach hier und starten hier den Handel. Zack. Weil die Stadt auch sehr klein ist, aber die wird hier mit Nahrung halt schnell wachsen, denke ich. Hoffe ich zumindest. Theologie. Tja, wir müssen einfach mal gucken, dass wir jetzt irgendwie Punkte generieren. Steinbruch, Mine. Ja. Zwei Runden noch. Da ist auch Religion, gibt nochmal einen Bonus auf Wachstum. Interessant. Was haben wir hier? Vorherrschende Religion ist keine Religion. Okay, hier muss nur Religion verbreitet werden. Heißt, auch hier würde ich sagen, weiterer Fischer wäre hier die richtige Wahl. Und hier bauen wir dann auch... Ach, das Maximum der Bevölkerung ist erreicht. Irgendwo das Regionslevel. So, Leipzig können wir integrieren. So, sehr schön. Und dann können wir hier direkt mit einem Stadtzentrum, das können wir auch kaufen direkt. Das Arbeitslager können wir auch direkt kaufen. Haben wir ein bisschen Produktion, bekommen wir hier rein, das ist gut. Und dann können wir auch direkt noch den Kran bauen. Hier haben wir die Möglichkeit, auch dann direkt eine Gegengrube zu bauen. Nahrung bekommen sie eh. Woher das denn? Noch eine weitere Legengrube.
Offene Grenzen akzeptieren, ja, das ist in Ordnung. Verhandeln wir. Geld, 100 machen wir. Pro Runde, das ist sehr gut. Also wir können auch hier danach die erste Stadtwache bauen, damit wir das alles beseitigen können. Kultur in 6 Runden. Wir können noch einen Sucher uns holen. Das ist aber nicht das Richtige. Stadt erweitern. Produktionspunkte. Die brauchen wir alle nicht. Brauchen wir eher nicht. Hier ist jemand, der noch nicht irgendetwas bewirtschaftet. Wir könnten Plantagen bauen und hier einen Weber hinsetzen. Da eine Weberei oder ein Weber. Jetzt ist der, es ist der Römer wieder, der durch uns durchlaufen kann, ne? Ah. Stimmt, da war was. Das wollten wir eigentlich verhindern, ne? Da wird auch jetzt gehandelt. Ich würde gerne wissen, wie ich am besten meine Kunstpunkte bekomme. Ach ja, stimmt. Ich habe hier meine Goldmine. Ich hatte... Nee, warte, wo hatte ich Wolle hergestellt? Da habe ich Wolle. Aber für einen Weber bräuchte ich noch mehr, ne? Was bräuchte ich nochmal für eine Webstube? Nächste Runde können wir sie bauen. So, Spiritualität habe ich jetzt bekommen. Das ist cool. Jetzt können wir hier schauen. Das wollen wir haben. Mehr Wissen ist, glaube ich, eine coole Sache. Aber es dauert ewig, das zu forschen. Ja, führen wir keinen Weg dran vorbei. Da haben wir auch die Möglichkeit, Produktion im Wissen umzuändern. Das ist natürlich auch geil. 480 nach Christi haben wir jetzt. 480 nach Christi. Wir haben immer noch Knüppelträger dabei. So, eine Wache können wir bauen, Badehäuser. Ja, ich glaube, wir sollten auch da eine Wache bauen, wo wir bisher noch nichts gebaut haben. Die können wir pushen. Bauen wir auch hier mal eine Wache. Was habe ich jetzt gerade bekommen durch meine Forschung? Klaument. Was waren das? Ich habe Glücksanhängermacher. 2 Stämme bräuchte ich dafür. Hier kann ich Glücksanhänger dann herstellen. Werkzeugschmied, Waffenschmied, nee, Glücksanhängerwerkstatt. Kommt sie dahin? Macht Vermögen und Produktion und gibt Kunstpunkte. Ist eine Variante, ne? Kann man mitarbeiten. Wir sollten unsere ganzen Städte mal checken. So, jetzt ist die Frage, wollen wir die Stadt hier erstmal erweitern mit... Den könnten wir integrieren. Propaganda. Reduziert Chaos, indem eine offizielle Version der Ereignisse verbreitet wird. Ich habe kein Chaos. Absorbieren. Das könnten wir hier machen. Könnten wir aber auch hier machen, um das ganze Gebiet hier zu sichern. Oder das hier nach Athen ranzuziehen. Wir machen das hier. Zack. Check, check. Nahrung sieht gut aus. Top. Tip, top, tip, top. Ich brauche nur noch mehr Produktion unbedingt. Ja. Was ist denn da passiert? Kann ich mir mal eben kurz ein Schiff kaufen? Dann müssen wir einschreiten. So nicht, Minen lieber. So nicht. Ach, hier muss auch was gebaut werden jetzt. Da bauen wir ein Badehaus, damit das hier mit der Hygiene besser klappt.
Hier ist Hygiene auch ein Thema, das heißt, hier müssen wir auch so ein bisschen schauen, dass wir als nächstes ein Badehaus bauen. Hier oben ist noch lange nichts durch. Ja, hier könnte es wahrscheinlich auch bald mit der Hygiene ein Thema werden. Deswegen sollten wir da als nächstes auch dann ein Badehaus setzen. Und das hier hinten, die Stadt ist noch so klein, da ist erstmal alles egal. Wir können auch ein Gebiet beanspruchen. Die Frage, ja, Gott sei Dank, ist die richtige Seite gewesen. So, Bauernhof. Jetzt haben wir auch hier zweimal Weizen in der Stadt. Die haben nur einmal Weizen jetzt hier, das ist aber auch halb so wild. Ist ja auch egal gewesen, wer von beiden jetzt Weizen hat. Hier passt es, da können wir noch ein bisschen mehr was machen. Hier haben wir ja auch noch Tabak und da haben wir auch noch Kaffee, ne? Ja, Kaffee gibt auch noch Produktion, was cool ist. Diplomatie, Ingenieurskunst, Stadt erweitern, brauchen wir nicht machen. Da können wir Punkte reinsetzen. Beim Kaiser, Wohnraum, das ist eine Wohnraumverbesserung. Da können wir auch Punkte reinsetzen. Sehr schön. So, da werden wir wieder attackiert. Haben wir die Möglichkeit, mit unserer Galeere da anzugreifen? Nee, haben wir nicht. Wir können hier nur verteidigen. Na super. Bald ist der nächste Händler ready. Hier müsste hoffentlich die Nahrung weiter wachsen. Tja, wie verbreite ich meine Religion ordentlich? Das ist so meine Frage. Und wo kann ich Klöster bauen? Habe ich das bisher übersehen, dass ich die hier irgendwie bauen kann? Moment. Können ja bei uns in die Theologie reinschauen. Klöster. Kloster. 15 Verbesserungspunkte. Standard Außenpostenverbesserung. Außenpostenverbesserung. Standard Außenpostenverbesserung? Da ist die Weberei, das ist auch nicht. Brennofen nicht, Holz nicht, Kochen nicht, Zivil, Behausung Müll. Nee. Hm. Eine Kunstanalyse Texte. Exekismus. Apropos religiöse Texte. Religiöser Schriftgelehrter braucht zwei Papier. Wo ist meine Papierpresse? Flachs, nee, ist die normale Presse. Papier, Papier, Papier. Weberei. Irgendwo kann ich Papier herstellen. Meine ich zumindest, dass man irgendwo Papier herstellen könnte. Reis, das war einfach eine Mühle. Talisman, Ofen. Mine, Schmelze. Steinbrüche. Irgendwo kann man doch aus Holz Papier herstellen. Wandelt Papier um. Da nicht. Disziplin auch nicht. Ich dachte, es wäre hier irgendwo gewesen mit dem Papier. Weberei. Presse. Die Presse erstellt nur Nahrung und nur Öl und die Weberei macht Stoff. Aber Papier, war es bei Bau dabei? Nein. Wandelt ein Papier in Gedichte um. Da ist die Papierpresse. Papiermacher. Doch erst den Papiermacher forschen. Hoppala. Ohne den keine religiösen Texte, ohne keine religiösen Texte, keine Verbreitung von Religionspunkten. Wir brauchen dringend Verbreitung von Religionspunkten. Wir hätten hier wieder die Möglichkeit. Nee, das brauchen wir nicht locken. Die können wir hier locken. Die Plantagen und so weiter und die Holzproduktion. Aber was machen wir denn mit Bauholz? Wir könnten noch mehr Bauholz herstellen, ne? Wobei, wie viel Holz stellst du her?
Dreimal, sagt er mir. Macht er jetzt dreimal Bauholz? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ach ja, die Talismane verbrauchen auch zweimal Holz, ne? Stimmt, ich habe noch ein einziges Holz über hier. Das heißt, hier eine Papierpresse würde hier reinpassen. Wolle, okay. Wie war das mit Weberei? Was macht man mit der Weberei hier nochmal? Hier unten könnte ich irgendwo eine Weberei, glaube ich, bauen, weil ich inzwischen zweimal Baumwolle herstelle. Mir fehlt hier der Bäcker sogar noch. Aber ich back doch hier schon Brot, oder nicht? Ich habe hier nur einen Brennofen. Kannst du den Ofen vergessen hier? Tatsächlich. Zack. Bevölkerungsmaximum 10 erreicht. Kann leider nichts exportieren, ne? Weil ich kein Lager habe. Ich verstehe auch nicht ganz genau, warum ich kein Lager habe. Woher das kommt, dass wir bisher noch kein Lagergebäude haben. Ob das an der Epoche lag? Weil normalerweise habe ich irgendwann ein Lagergebäude erforscht. Neutralität akzeptieren, ja. Hier haben wir eine... Reicht das aus? Ja, nicht ganz, aber hier könnten wir einfach jetzt noch eine weitere Stadtwache bauen und dann einen Markt. Dann einen Moment. Boah, dann ein Mausoleum. Ah ne, warte. Markt, so. Können wir auch kaufen. So, der 10 Jahre, ein bisschen wieder Zeit und wir probieren nach Hause zu laufen mit unserer Einheit. Irgendwo da, wo sie vielleicht gebraucht wird. Dahin zum Beispiel oder so. Also mit der Einheit können wir auch auf Erkundungstour gehen und Barbaren jagen. Weil wir hier irgendwo noch ein Barbarenlager hatten, was wir kannten, wussten, ne? Wo das Land ist hier so langsam alles besetzt. Und so wirklich viele Barbarenlager haben wir auch nicht mehr entdeckt. Könnte ich auch versuchen, da oben hochzuschicken. Und dann sollen sie da vielleicht die Stadt einnehmen oder sowas. Das wäre auch eine Möglichkeit. Diplomatiepunkte. Noch ein weiterer Händler. Zack. Da wird jetzt auch Handel getrieben. Wir könnten probieren mit den Römern in Verbindung zu treten. Aber Mist, jetzt habe ich nicht gelesen, was für ein Button das war, den ich gerade geklickt habe. Ich hoffe jetzt kein schlimmer. Pionier erstellen. So. Führerstufe 2 befördern. Gott, Gott. München kann ein Feldlager bauen. Ja. Essen können wir einen Markt bauen. Danach das Monument. So. Hier kann gleich die Mühle gebaut werden. Drei Leute. Also kann hier eine Mühle gebaut werden. Ne, warte, wir wollen hier einen Weber bauen. Ja, hier haben wir, wie viel Wolle? Zweimal Baumwolle habe ich. Zweimal Baumwolle kann ich mit einem Weber ausbauen. Weber, 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 Weber. Da eine Weberei, die braucht zweimal Baumwolle oder sowas. Zack. Da haben wir Stoff hier. Und Stoff generiert Vermögen einfach nur. Okay, vielleicht können wir Stoff später weiterbauen. Weil er ein befreundetes, versammeltes Territorium. Okay, nee. Religion verbreiten. Halte 20 Ekismus. Ah. Kann nicht auf ein verdecktes Territorium. Okay, must be a town, outpost or capital. Aha, aha, aha. Darf aber nicht verdeckt sein. Interessant, okay.
Gewisse Feste, warte mal. Stärkt eine deine Staatsreligion, einen befreundeten Region und verringert die Unruhe. Ecke hat beliebige Religion, erhält 30 Ekismus. Okay, wir können also erstmal in einer eigenen Religion, Region den Ekismus vorantreiben. Beispiel hier. Du kannst hier einen Outpost bauen. Die können wir dann damit besetzen mit der Armee. München kann sich Wehranlagen bauen oder München kann Produktionspunkte holen. Produktionspunkte. Wehranlagen sehen ganz cool aus, aber wir brauchen sie aktuell nicht. Ne? Wir werden noch nicht angegangen. Entsprechend das Krisenzeitalter der Intoleranz spitzt sich mit der Vernachlässigung der Bedürfnisse der Nation nach Glauben zu. Okay. Allianz verschlagen mit Rom. Vorschlag ablehnen. Nee, wollen wir nicht. Poet. Arbeit an Wissen. Wandelt ein Papier in Gedicht und Kunst um. Ja, ich würde halt ganz gerne meine Religion weiter pushen. Aber... Oh, ich brauche Kunstpunkte. Und zwar richtig viele. Kultur. Propaganda. Da können wir nur eine Religion gründen, aber wir können nichts erweitern. Pro erweitern. Wir können Frankfurt hier einverleiben. Sehr schön. Gläubige 26. Guck mal an. Und wir haben Punkte. Er sagt mir, dass ich noch Punkte ausgeben kann. Ich habe nämlich sehr viele Punkte. Ein Papiermacher macht aus einem Stamm Produktion, Vermögen und Diplomatiepunkte. Guck mal, wenn ich den jetzt hier Papier machen lasse. So, jetzt habe ich alle meine Stämme verarbeitet. Stamm zu wenig. Ah, deswegen. Jetzt fehlt hier noch ein Arbeiter. Muss ich nächste Runde warten, bis ich Papier bekomme. Never mind. Dann hätte ich hier Papier. Und mit Papier kann ich wiederum was machen? Geschichten schreiben. Zwei Papier. Wie viel Papier stellt der Papiermacher her? Ein Papier nur. Ein Papier nur. Das heißt, ich bräuchte auch hier einen Förster. Moment. Nee, was wir machen können ist Papiermacher. Wo ist die Sägegrube? Da. Den nehmen wir raus. Der kommt hier rein, sonst der kann auch hier raus. So, jetzt habe ich zweimal Papier. Kann ich gleich ein religiöser Geschichtenschreiber machen. Orakel, das ist alles toll. Wir gehen weiter auf mittelalterliche Universitäten. Also nicht, wie weit vielleicht schon die KI ist. Da Intoleranz. Auf den ganzen akzeptieren? Nee, das lehnen wir ab. Mhm. 35. Apropos 35, wir sind schon bei Minute 35. Wir überziehen wieder gnadenlos. Aber das letzte, der letzte Akt, den wir jetzt vollführen werden, ist hier einen Geschichtenschreiber hinzupacken. So. Hier muss einer hin. Uns fehlen jetzt. Es fehlt Holz. So, der macht jetzt Geschichten hier. Jetzt hier Holz machen. Okay, und im Bau kann ich jetzt Halle der Helden bauen. Erkundung und Wissen. Oh mein Gott. Ja, die wollen wir haben. Die Halle der Helden. Wir beenden.
glaube, der Römer will jetzt Delis erobern. Gehe ich mal von aus. Gibt es noch andere Möglichkeiten? Reservisten rufen? Halt an der verletzten Armee auf befreundetem Territorium. Ah, das ist die Fähigkeit gewesen. Hygiene. Wissen für Paläste je Einwohner in der Region. Mehr Wissenschaft. Wir brauchen mehr Wissenschaft. Halle der Helden. Können wir direkt uns holen. Zack. Und dann auch die Schatzkammer bauen. Bevölkerung. Tja. Das sieht aber gut aus. Gut. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Wir generieren jetzt hoffentlich hier mit ihm. Er produziert was genau? In zwei religiösen Texten 6 Ekismus und einmal Luxus. Und ich hoffe, dass er dann hier auch zunehmend religiöse Anhänger generiert in der Stadt. Dass unsere Bevölkerung auch dem Ekismus zufällt und dass wir dann noch so ein bisschen mit Künstlerpunkten arbeiten können. Aber cool. Religion, bisher noch nie gesehen. Finde ich sehr interessant. Schauen wir mal rein. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wie auch immer. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.